Herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin und ich bin dein Coach für diese Videoreihe zu Mathematik Mod Freunde Freunde Arbeitsblatt Normalverteilung. Du solltest das Arbeitsblatt digital griffbereit haben. Du kannst es dir unter dieser Internetadresse herunterladen. Gut, dann fangen wir auch gleich an. Wir haben hier schon das erste Fenster und zwar Wahrscheinlichkeiten als Flächeninhalte. Also, eine Zufallsvariable x kann die Werte 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 annehmen. Als zugehörige Wahrscheinlichkeiten sind rechts in einem Stabdiagramm dargestellt. Trage die Wahrscheinlichkeiten in eine Tabelle ein. Also wir betrachten dieses Diagramm und wir sollen die Wahrscheinlichkeiten in die Tabelle eintragen. Machen wir das mal. Also, für k ist gleich 1 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,3. Also 0,3. Für k ist gleich 2 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,05. Für k ist gleich 3 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,15. Für k ist gleich 4 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,25. Für k ist gleich 5 haben wir 0,1. Und für k ist gleich 6 haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,15. Wir können dieses Stabdiagramm jetzt durch ein Säulendiagramm ersetzen. Das machen wir, indem wir jeden Stab mit einem Rechteck ersetzen, so wie in diesem Diagramm hier. Wichtig dabei ist, dass die Höhe eines dieser Rechtecke der Höhe des Stabes entspricht und die Breite ist gleich 1. Das bedeutet jetzt aber, dass der Flächeninhalt einer dieser Säulen der Wahrscheinlichkeit entspricht. Wir können uns also die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, indem wir den Flächeninhalt dieser Säule berechnen. Skalieren wir jetzt die Achsen, so wie in diesem Diagramm hier. Hier wurden die k-Achse gestreckt und die p-Achse gestaucht. Der Flächeninhalt der Säulen ist aber derselbe. Ja, also der Flächeninhalt von k ist gleich 4 zum Beispiel ist dasselbe wie hier. So. Kommen wir zum Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit p2 ist kleiner gleich x kleiner gleich 4 ist in jedem der drei Bilder rot hervorgehoben. Es gilt, p2 kleiner gleich x kleiner gleich 4 ist gleich. Versuche das zunächst alleine zu machen. Pausiere dafür bitte das Video. Gut, also p von 2 kleiner gleich x kleiner gleich 4 heißt nichts anderes als der Flächeninhalt zwischen 2 und 4. Das bedeutet jetzt, wir kennen den Flächeninhalt für p von x ist gleich 2, p von x ist gleich 3 und p von x ist gleich 4. Und um den Flächeninhalt zwischen 2 und 4 zu erhalten, müssen wir einfach nur aufsummieren. Das heißt, der Flächeninhalt von p von x ist gleich 2 ist 0,05. Der Flächeninhalt von p von x ist gleich 3 ist 0,15. Und der Flächeninhalt von p gleich x ist gleich 4, ist 0,25. Das bedeutet, der Flächeninhalt zwischen 2 und 4 ist 0,45. Und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit für k zwischen 2 und 4. Ich hoffe, du hast viel gelernt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.